nicht gelaunt, habe Ethan. Ja, wünschte ich, er wäre tot. Und nachts habe ich es geträumt. Und am nächsten Tag ist er tot gewesen. Mein Mann, das war ein Schlafschwanz. Sie wissen, was das heißt. Wer was Ähnliches im Haus hat, das zu klaren. Da träumte ich von seinem Tod. Und eine Woche drauf hat ein Riesen-LKW ihn überfahren. Also geben Sie acht. Also geben Sie acht. Also geben Sie acht und bringen Sie mich nicht zum Schäumen. Sie sind zwar jetzt ein feiner Mann, doch wenn ich Sie nicht leiden kann, brauche ich von Ihrem Tode nur zu träumen. Also geben Sie acht. Also geben Sie acht. Also geben Sie acht, Sie rennen sonst in Ihr Verderben. Und seien Sie mal ein bisschen nett, sonst gehe ich gleich nach Hause zu Bett und spreche das nächste Mal mit Ihren Erben. Mein Haus verbraucht mir Miete, aus purer Bucherei. Na, da dachte ich, warum soll er das haben? Ich träumte eine Nacht von ihm, das kostete mich nichts. Eine Woche später haben wir ihn begraben. Dann hatte ich eine Freundin, die hübscher war als ich. Na, da setzte ich mich abermals in Trab. Im Traume dachte ich noch, die Frau vermisst du nie. Aber jetzt geht sie mir doch ein bisschen ab. Also geben Sie acht. Also geben Sie acht. Also geben Sie acht. Sie sind mir noch ein bisschen munter. Ich habe sie jetzt schon disponiert und meine Träume reserviert. Doch irgendwo kriege ich sie schon noch unter. Also geben Sie acht. Also geben Sie acht. Also geben Sie acht, wenn ich das Schlafengehen erwähne. Sie sind zwar jetzt noch ziemlich kess und lachen mich wohl aus, denn sie werden schon noch höflich, wenn ich gähne. Das erzähle ich Ihnen rasch, bevor wir scheiden. In der Bar, da hing ein Spiegel und darin sah ich mein Bild. Und mit einem Male konnte ich mich nicht leiden. Ich sah ekelhaft und hässlich aus und dachte plötzlich auch an die Menschen, deren Tod ich schon geträumt habe. Was ist, wenn ich von mir jetzt träume? Ich kriegte einen Schreck, wo ich in meinem Leben doch so viel versäumt habe. Also gebe ich jetzt acht. Also gebe ich jetzt acht. Also gebe ich jetzt acht und gehe auf keinen Fall mehr schlafen. Ich nehme seit gestern aufgestehen. Ich will mich doch um Gottes Willen nicht selbst in meinem eigenen Traum bestrafen. Also gebe ich jetzt acht. Also gebe ich jetzt acht. Also gebe ich jetzt acht und bleibe auf keinen Fall allein. Wo ich doch nichts zu hoffen habe, wenn ich die Augen nicht offen habe. Ich weiß, es ist sehr ungesund, doch besser als ich schweige. Besser als ich schweige. Besser als ich schweige und schlaf ein. Und schlaf ein und schlaf ein und schlaf ein und schlaf ein. Und schlaf ein.